Wir sind mit dem Zug unterwegs und gerade zum Schlafen ist es mit dem Bus schon komfortabler. Max schläft, aber es gibt auch Mittagessen. Super cool. Es fährt hier aber so ein Servierwagen durch. Es sind hier so Fleischröllchen, ich glaube in Pfefferblättern, Frühlingsrollen, Gemüse und Reis. Und die Aussicht ist auch sehr, sehr schön. Fahrradtour durch Ninbin, durch die Reisfelder. Hier sehen wir sie. Wir sehen auch manchmal Arbeiterinnen, die den Reis ernten oder auch Unkraut dazwischendurch zupfen. Und vor mir fährt Luisa. Wir haben ganz schöne Drahtesel bekommen. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Schön ist es aber, die Felsen hier. Können sie auch so kleine Boote mieten. Das machen wir morgen vielleicht. Heute erstmal die Fahrradtour. Sehr, sehr schön. Luisa, wie kommen wir voran? Also, ja. Und hier ist es auch deutlich kälter als anderswo in Vietnam, als wir es jetzt so erlebt haben. Es sind so 20 Grad. Ja, ganz schön regnerisch. Ja, aber fürs Fahrradfahren eigentlich optimal. Die Wasserbüffel haben wir leider nur auf der Zugfahrt gesehen. Aber dafür sieht man hier so manch anderes Getier. Ganz viele Enten sind da drin. Auch Laufenten, Frösche hört man, Fische schwimmen zwischendurch durch die Reisfelder. Vögel, hier sind Reiher ganz hinten, flogen welche rum. Sehr idyllisch. Vor der Bergkulisse sehen wir hier einen Friedhof. In Vietnam ist es auch üblich, dass der Sarg durch die Straßen des Dorfes oder der Stadt, wo der Mensch gestorben ist, getragen wird. Das hat auch in der Ho Chi Minh Stadt mal eine große Verkehrsstraße lahmgelegt. Ich steig mal lieber ab vom Fahrrad, wir haben hier Gegenverkehr. Okay, sie gehen nach rechts, dann gehe ich mal hier links rüber. Niedlich, lasst ihr uns durch? Oh ja, auch ganz schöne Hörner, aber da sind auch noch kleine mit dabei. Hi! Ach, das klappt hier aber überraschend gut. Oh, da wollen sich welche paaren mittendrin. Ah, Max ist noch da hinten. Werden hier gegessen? Ach stimmt, ja, die stehen ganz oft. Ja, stehen oft auf der Speisekarte drauf. Hier sieht man an der Plastikfolie so pinke Eier. Hier am Stein sind sogar auch welche. Schon auch etwas gruselig, dass diese riesigen Steine so unfassbar porös sind. Überall so riesige Löcher drin. Schon krass. Wir kehren hier erstmal ein zur Kaffeepause. Richtig schön. Das hier ist eigentlich auch ein Lotusfeld, aber es hat wohl gerade keine Saison. Weil es wahrscheinlich einfach zu kalt ist. Da hinten diese trockenen Stöcker, die man noch hochragen sieht, sind Lotusblumen mal gewesen. Einen kleinen grünen Garten haben wir gefunden, wo man auch in die Felsen wandern kann. Richtig cool. Ja. Geht's richtig hoch. Wir sind verwunschener Garten. Einen Eisvogel haben wir eben schon gesehen und hier haben wir Bambus, den kennen wir schon. Ja, und viel Vogelgezwitscher, also sehr viel Natur, Flora und Fauna haben wir hier richtig schön. Ja, und diese monströsen Berge am Start. Oh oh, hier geht's rein. Ja, let's go. Und dass sie stecken bleiben, womöglich. Ach, Quatsch. Boah, krass. Und hier drin geht's hoch. Oh, ich fühle mich wie ein Forscher oder so. Ja, ich glaube, Indiana Jones hat aber leider keine Treppe. Der musste da anders hochkommen. Er hat leider keine Kamera dabei. Ja, ach, das nicht. Wow. Komm mit. Ja.
Ich habe durchgepasst, das sollte für Luisa also kein Problem sein, aus der Höhle rauszukommen. Ich habe den Rucksack auch, das darf man nicht vergessen. Naja, hat ja geklappt. Hier hat man doch auch so eine, was ist das, Max? Trompetenblume. Ja. Und hier ist es besonders cool, wenn man hier ein bisschen durchklettert, ist man richtig in so einer Höhle drin und hat aber auch wie so ein Fenster. Sehr schöner Ausblick. Hier sind wir die Reisfelder und den Fluss. Das hellgrüne und der Fluss dazwischen. Die Reisfelder sind unter Wasser. Ja. Also ist alles hier ja eher feucht, muss man sagen. Also sehr viel Niederschlag. Ja. Viel Niederschlag, es regnet. Ja. Mit anderen Worten. Ist ein Worten. Bisschen diesig, es ist, also es regnet nicht richtig. Man braucht keine, ein bisschen, ja. Ja, keine Regensachen, ist schon okay. Aber alles eher feuchtes Klima. Sehr, sehr schön. Und hier sind auch Drachenfrüchte. Es wundert mich ein bisschen, weil die brauchen eigentlich eher trockenes Klima. Die sind ja so ein bisschen kaktusmäßig. Aber gut, wahrscheinlich tragen die deswegen hier auch keine Früchte. Es ist extrem hohe Luftfeuchtigkeit und dadurch verschwinden die riesigen Berge auch so ein bisschen hinter den Wolken. Sieht richtig schön aus. Hier sind wir noch mal näher dran an den Reisfeldern. Da wird gerade geerntet und ja, nach wie vor diese super schönen Berge. Da vorne kommt ein Hund. Heute ist die Luftfeuchtigkeit noch ein bisschen höher. Man kann kaum die Hügel sehen, die verstecken sich im Nebel. Es ist eigentlich schon Nachmittag, aber irgendwie hat es auch was Mystisches. Und es ist bis auch auf ein paar Motorradfahrer auch wirklich nicht viel los, ganz schön hier lang zu laufen. Ein bisschen abseits der Stadt findet man auch immer wieder schöne kleine Tempelanlagen mit einer coolen Mauer. Ja, alles was man hier so findet. Vögel und die Blumen und das Grüne, was wir hier in den Binnen der Natur überall schon gesehen haben. Sehr schön haben wir hier The Law and Cause Effect. Das gefällt mir besonders gut. Thinking ill of others without speaking out. Brings a stroke or loss of memory. Auch das ist gut. Keeping your restroom clean brings quicker and to bad karmas and rebirth in pure life. Naja, also. Besser das Klo aufräumen. Aber das ist ganz schön. Deswegen sehen wir, dass viele Buddhisten auch Vegetarier sind. Wenn man nämlich Vegetarier ist, hat man ein gutes, gesundes und langes Leben. Schön. Schon toll, wie die Tempelanlagen hier in den Stein eingebaut sind. Wirklich tolle Wege. Und angenehm kühl immer noch. Sehr hohe Luftfeuchte. Aber heute sind es ja, 22, 23 Grad. Also lässt sich gut aushalten. Da kann man noch mal ein bisschen klettern. Kurz vor der Abreise machen wir noch eine Bootstour. Hier sind wir noch in der Stadt. Sind auch jetzt so kleine Baby-Enten? Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Sie sehen auf jeden Fall anders aus. Und hier direkt so ein kleiner Schwein. Ah ja. Direkt am Wasser und im Berg drin. Ja, stimmt. Man hört hier aber auch zwitschern, hier die Kleinen. Ja, stimmt, steht ein Reiher. Hier ja, wirklich viele Vögel unterwegs. Wir sind froh, dass wir so früh und im Regen unterwegs sind. Sonst ist es hier voll auf dem Fluss und ich glaube, die Vögel verschwinden dann. Also auch die sein Frühstück. Überall riesige Felswand. Ich bin gespannt, ob wir hier vorne jetzt gleich durchkommen oder ob es da zu Ende ist. Es geht tatsächlich da durch. In den Berg rein.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch ganz schön tief das Wasser. Hier können wir es ganz gut sehen. Ganz klar. Ja. Ganz versteckt. Ja. Ja, richtig traumhaft. Genau, hier haben wir den Reis direkt neben uns. Steht komplett im Wasser. Das ist hier Nassreisanbau. Es gibt auch Trockenreis oder die Terrassen, die sehen wir vielleicht in Japan. Ah, noch ein bisschen müde. Ja, süß. Hier haben wir wieder einen Eisvogel auf dem... da fliegt er. Ist er weg? Ah ne, jetzt sitzt er auf diesem hier drauf. Auf diesen Stöckern sitzen wir gerne drauf. Wow. Fliegt immer zum nächsten. Wow. Ist nicht scheu. So schön. Ah, jetzt. Ja. Wow. Ah. Wir bleiben immer da. Wow. Ja. Bleibt immer in der Nähe. Süß, der kommt mit uns mit. Ja, die Bergkulisse im Hintergrund ist halt auch traumhaft. Ah, jetzt fliegt er weg. Wieder rein in die Höhle. Ja, eine kleine. Ja. Ja. Fehlt nicht viel, dann müsste ich den Kopf einziehen. So, wir kaufen erstmal ein. Drink for him? Okay. Ja, come on. Come on, let's do this. Drink for him. Wow, so much for you. Okay, how much is it? 200,000. 200? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Kann man sie erahnen. Das sind wie so, ja, fast wie Störche, ne? So grau. Also, da gucken sie raus, die haben eine Schnecke im Mund. Ja. Der eine hat eine Schnecke. Ach, riesige Schnäbel auch. Die sind aber auch wirklich nicht scheu, ne? Die sind ja echt nah dran. Ah, die sind es gewöhnt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Wow. So, wir sind auf dem Rückweg und wir sehen, jetzt sind mehr Boote unterwegs. Also wir sind direkt um 7.30 Uhr gekommen, da haben sie aufgemacht. Aber eigentlich durch Zufall, weil unser Bus relativ zeitig fährt. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir, ja, wir hätten den Fluss eigentlich für uns alleine. Ja, Eisvögel, Reiher, die sind jetzt auf dem Rückweg nicht mehr ganz so präsent gewesen. Also das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Gekostet hat das Ganze für 1,5 Stunden 16 Euro. Also da sprechen wir auf jeden Fall die Empfehlung aus.